Servus, Prinz Schilke hier vom TSV Wartansburg Bad Homburg. Neben mir Onay Sen, natürlich auch von Bad Homburg. Onay, zwei, drei Fragen an dich. Ja. Bisherige Saison, du bist ja zu uns gekommen, neu, genau wie ich, kamst ein bisschen später. Bisheriger Saisonverlauf, bist du zufrieden oder würdest du sagen, es hätte besser laufen können? Ja, ich bin ja zur letzten Woche der Vorbereitung gekommen und gut, viele Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, viele Freunde und dann hat alles begonnen. Ne? Und dann hatten wir viel Pech mit viel Verletzten am Anfang der Saison. Ersten 5, 6, 7 Spiele hatten einige rote Karten. War eine schwierige Situation und dann war eine Zeit lang der Coach nicht da, aber wir haben das sehr diszipliniert durchgeführt. Hätten vielleicht 3, 4, 5 mehr Punkte haben sollen, aber hat nicht geklappt und jetzt schauen wir mal. Ansonsten ist eigentlich ist okay, so wie es momentan ist. Am Mittwoch geht die Vorbereitung wieder los. Ziele, was glaubst du, was können wir noch erreichen? Jetzt in der Saison 10. Platz zurzeit, glaubst du, da geht noch was nach oben? Ja, nach oben geht immer. Ich meine, es ist recht eng. Gewinnst du 2, 3 Spiele hintereinander, schaust du und bist auf einmal Vierter. Deshalb alles möglich. Wir haben eine harte Vorbereitung jetzt. Geht Mittwoch los. Ja, einen harten Trainer, muss ich ehrlich sein. Aber das kriegen wir alles hin und nach oben geht immer. Und wir haben 13 Spiele, davon 9 daheim. Und da kommen zwar ein paar Brocken, aber wir sind halt auch so ein Brocken. Aber das kriegen wir schon alles gut hin. Jeden Fall. Heute Hallenturnier gehabt hier bei uns in Bad Homburg. War ganz schön, leider sind wir rausgeflogen. Wie findest du den Verein so? Was sagst du? Gut organisiert, gute Jungs dabei, guter Trainer sowieso. Ja, wie findest du den Verein so? Ich habe in vielen Mannschaften gespielt, in vielen Mannschaften auch eine bestimmte Rolle gespielt. Hier spiele ich auch eine Rolle, eine etwas große Rolle zum Glück. Weil, ich weiß nicht, wie sie was halt schon gesehen und vom Team her kann ich nichts sagen. Bombenmannschaft, von der Kameradschaft bis zum Trainerstab, bis zum Manager und dem Drumherum. Und wir halten sehr gut zusammen und wenn wir das nicht machen würden, dann wäre es natürlich schwierig, aber wir haben einfach eine geile Truppe und da sind wir einigen in dieser Liga voraus, mit Abstand voraus und gewinnen auch viele Punkte durch unsere Kameradschaft, durch unser Teamgeist und es ist einfach klasse, macht sehr Spaß wirklich und hoffe, dass es auch weiterhin so bleibt, davon gehe ich auch aus und ja, so halt. Dankeschön, danke Junge, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Mein Name ist Prinz Schilke, zurück zu dir.